Wir haben jetzt knapp die Hälfte des Octo-Expansion-DLCs gesehen und ich muss wirklich sagen, es ist ein sehr, sehr guter DLC. Hoffentlich kann er das Niveau weiterhin halten. In der letzten Folge, ganz am Ende, haben wir ja die 100%ige Bestätigung bekommen, dass Marina ein Octoling ist. Überrascht jetzt, denke ich, niemanden. Was bringt der Chat Nummer 7 denn für neue Informationen? Ah, Marina kehrt zurück. Da bin ich wieder. Yo, willkommen zurück. Wo hast du ihn gesteckt? Tut mir leid, ich habe mich nur zu Hause etwas ausgeruht. Willkommen zurück, junge Dame. Oh. Tut mir leid, der Tintenfisch ist aus dem Sack. Er hat geheime Aufzeichnungen und all sowas angeschleppt. Tut mir leid, Marina. Das war meine Schuld. Ich wollte nicht, dass jemand in deiner Vergangenheit herumstochert. Bin ich... Upi hier hat gegen die Octarianer gekämpft und... Kein Freund fantastischer Musik kann mein Feind sein. Siehst du, alles im grünen Bereich. Kein Freund fantastischer Musik kann mein Feind sein. Bin ich... Ich meine... Ich habe dich eh immer für einen Tintenfisch gehalten, also ist es jetzt auch egal, wenn es sich rausstellt, dass du Octarianer bist, oder? Heißt das, ich bin in der Nekropolis willkommen? Was ist das denn für eine scheiß Frage? Klar bist du das! Oh, danke. Jetzt komm schon, fang mir nicht an zu heulen. Nummer 8 ist auch Octarianer, aber mag auch tintastische Musik. Ich hab mir noch gedacht, dass ihr euch irgendwie ähnlich seht, Marina. Ich habe es sofort gemerkt. Mir war gleich klar, dass die Seele von Nummer 8 von derselben Musik berührt wurde wie meine. Wir sind Octarianer, die nur frei unter den Inklingen leben wollen. Dann ist das nur ein Grund mehr, zusammenzuarbeiten. Alles klar, wir versuchen dir irgendwie zu helfen, Nummer 8. Mach du mit den Herausforderungen weiter. Free! Du musst es nicht in den Chat tippen, wenn du dir die Nase putzt. Was lernen wir daraus? Akzeptanz für alle Leute. Egal, wo du herkommst. Welche Hautfarbe du hast, wie du ausschaust. Du bist, was du bist und was du isst. Nein, Spaß. Fail. Naja, komm, egal. Ihr wisst, was ich sagen will. D04. Mögen die Propeller niemals ruhen. Propelsbüren. Hä? Was heißt Propelsbüren? Nintendo und diese Wortneuschöpfungen. Auf jeden Fall, fahre auf den Propellerplattformen zum Ziel. Das ist meine Aufgabe. Meine erste für heute. Aktuell haben wir 32 Aufgaben gelöst. 80 gibt's zur Wiederholung, nur dass jeder Bescheid weiß. Also, wir werden noch lange beschäftigt sein. Noch viel weinen, noch viel feiern. Und noch viel ragen. Das ist eine Propellerplattform? Ach so, weil sie sich dadurch weiter bewegt, dass man den Propeller betätigt. Okay. Und wir müssen hier die ganze Zeit im Super Mario Sunshine-Stil überleben. Okay. Immerhin bewegt sich das Teil nicht so schnell vorwärts. Weil ich hatte schon die Befürchtung, dass ich vielleicht... ja, heruntergeweht werde oder sowas. Ist aber gar nicht der Fall. Alles gut. Wir müssen halt lediglich den Propeller treffen, mehr ist es nicht. So, Gegner eliminiert. Klar, ich hätte jetzt zuerst auf den Ballon schießen sollen, aber... Die paar Bonuspunkte jucken jetzt nicht so. Wichtiger ist zu überleben. So, das erste... Plattförmchen hätten wir auf jeden Fall schon mal überstanden, aber das kann noch sehr fies werden. Ach so. Oh, fail. Ich dachte, man müsste von hier aus die Schalter aktivieren, aber das müssen wir von unten machen. Oh, wow, 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 wow. Ja, doch, geht noch, geht noch. Ich dachte, das Timing wäre schlecht, aber es geht. Wenn sich die Plattform im richtigen Moment umdreht, ist alles gut. So, jetzt treffe ich aber die Schose immer noch nicht. Jetzt.
Der erste sitzt, jetzt noch der andere bitte. Perfekt, das Tor wird sich öffnen. Aufpassen. Ich glaube, wir müssen wieder rüber. Damit der Winkel stimmt. Ja. Okay, optimal. Wenn wir mittig gewesen wären, hätte es sogar noch weitere Bonuspunkte gegeben. Aber ja, komm. Verzichten wir drauf. Wir haben sowieso 21.000 Credits. Und haben schon den letzten Checkpoint erreicht. Okay. Das Level ist gar nicht so lang. Gar nicht so unfair bis jetzt. Also, alles gut. Das Ziel ist irgendwo dort vorne. Ich warte mal kurz. Schieß am besten schon mal runter. So, damit wir da keine Drucksituation haben, wenn uns die Farbe ausgeht. Schöne Partymucke. Also nicht im Sinne von vollem Updancen, sondern so chillige. Ü40 Party. Oh, hab ich nicht gesagt. Ja, eher Ü50. Nichts dagegen. Ich stell's nur fest. Down. Du auch down. Und dein Bruder ebenso. Weiter rauf. Wir wollen hoch hinaus. Oh, nicht übertreiben, sonst werden wir runtergestoßen. Muss ja nicht sein. Ne? KO. Headshot. Macht Spaß. Oh, jetzt wäre ich beinahe runtergefallen. Siehst du, war eine gute Idee, alles erstmal einzufärben. Yeah. Das Ziel ist noch weit entfernt, wie mir scheint. Ich kann es nämlich nicht sehen. Oh, und da wartet noch ein dreckiger Sniper. Was habe ich für Granaten? Okay, die ganz normalen. Ruhig bleiben. Ich glaube, der Sniper ist der finale Gegner vor dem Ziel. Ja, eigentlich müssen wir ihn ja nur einmal mit einer voll aufgeladenen Ladung treffen. Headshot. Ja, und dadurch öffnet sich der Zugang zum Ziel. Jetzt bloß nicht mehr abkratzen, das wäre so unnötig wie nochmal was, ja? Wie ein auf den Boden gefallener Döner. Hallo, Ziel? Ja, jetzt. Sehr gut. Propellspüren. Liebe Dudengestalter, ich weiß nicht, wie man euch nennt. Ob das staatlich... Ja, wahrscheinlich wird es staatlich gemacht. Aber selbst wenn, weiß ich nicht, wie die Institution heißt. Jedenfalls diejenigen, die für den Duden zuständig sind, notiert euch dieses Wort. Das muss nächstes Jahr drinstehen. Safe. Weiter. D5. Wie gemacht für Achterkugeln. Die Billardhalle. Hey, das klingt interessant. Ich kann zwar im Real Life überhaupt kein Billard spielen, aber virtuell macht mir das schon Spaß. Kennt ihr noch? Oh, die ganz Alten unter euch, ey. ICQ-Nutzer. Es gab doch so geile Spiele immer auf ICQ. So ein Schiffe versenken und so ein Billard. Und noch ein paar weitere, aber ich fand die am geilsten. Boah, hat das immer Spaß gemacht. Ich hab das so hart gefeiert. Allerdings bin ich jetzt ein bisschen verwirrt. Ich überlege genau, wo der Ball hin soll. Es könnte helfen, wenn du die Kugeln von oben abschießt. Glaube ich, hat sie gesagt. Was ist das? Sieht aus wie ein weiterer Tintenvorrat. Okay, also ich soll überlegen. Wo sind denn die Löcher? Ich verstehe es nicht ganz. Ich probiere mal was aus. Einfach so, um zu gucken, was geschieht. Ach, es müssen einfach alle Felder aktiv sein. Ach so. Ah.
Jetzt verstehe ich. Ja, aber ist es nicht sinnvoll, dann erstmal alles auf dem Feld einzufüllen? Ach so, jeder Schuss kostet mich... Jeder Schuss kostet mich Tinte. Ja, okay. Ja, dann ist das ja sehr, sehr... tricky. Als... Oh. Ach, scheiße. Wenn einer runterfällt, bist du sofort tot. Ich glaube aber, dass die Idee hier gar nicht so verkehrt war, damit anzufangen. Na, dann hast du schon zwei. Und wenn die Kugel besser liegt, kriegst du auch den oberen. Man kann sich ja einmal einen Tank holen, offensichtlich. Ah, die liegt aber wieder so beschissen. Okay. Passt aber. So, jetzt habe ich noch einen Schuss frei. Dann werde ich mir Tintenvorrat holen müssen. So, die wollen jetzt natürlich, dass du da drauf schießt. Aber ist das richtig? Ist das gut? Eigentlich können wir wieder hier zwei auf einmal aktivieren, wenn wir es richtig machen. Aber ich habe natürlich kein Glück. Na? Ich glaube, man darf da keine Fehler machen. Nur maximal einen und dann ist vorbei. Ich habe halt jetzt schon echt ein Problemchen. Ja, meine Hoffnung war, dass die Kugel in etwa da liegen bleibt, weil so habe ich eine Chance, die anderen noch zu treffen. Eine sehr gute sogar, also zumindest bei der einen. Ja? Bleib da, bitte bleib da, bitte. Nein, der Winkel ist kacke, der Winkel ist scheiße. Scheiße ist der Winkel. Nein. The fuck? Ja, super. Das ist jetzt eh die letzte Chance. Wir hatten es fast. Fast. Okay. Die Reihenfolge habe ich aber, denke ich, raus. Also so zu beginnen ist schon mal nicht schlecht. Da kriegst du zwei. Dann die dritte da oben holen. Das glaube ich, das soll so sein. Passt schon. Das jedoch soll nicht so sein. Ach. Ah. Zwei Leben noch. Die bleibt aber auch immer da stehen, ne? In so einem beschissenen Winkel. Was soll ich jetzt dazu sagen? This is a joke. A bad joke. Oh, ich dachte, dass die jetzt um ein Haar vielleicht sogar noch die andere holt, ne? Aber ist eine Option. Ist tatsächlich eine Option. Wenn wir bedenken, dass wir vorhin auch einen Fehlschuss hatten, könnten wir es jetzt packen. Vielleicht. Mal sehen. Dazu muss aber die hier wieder zwei abräumen. Ja, was muss ja wohl gehen, oder? Yes! Okay, komm. Das passt doch. Dann geben wir es ihr. So. Und die andere da, die holen wir jetzt mit der ersten Kugel. Oder ist... Ah, das ist doch nicht so easy. Der Winkel ist aber auch der letzte Dreck.
Selbst von hier. Ich muss auf ein bisschen Glück hoffen. Welches ich nicht habe. Aber ich habe noch einen Schuss frei und das müsste passen. Ja, komm. Also bitte. Man hat anscheinend zwei Puffer. Also zwei Fehler darf man machen. Mehr nicht. Aber es ist schaffbar, auf jeden Fall. Wir hätten es eigentlich schon beim zweiten Mal geschafft. Hätten wir nicht einmal Pech gehabt. Aber gut. Weiter. D6-C1-Kombination. Welche Schiene fährst du? Schienenried. Zerstöre alle Ziele innerhalb des Zeitlimits. No, 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 no. Das kenne ich. Das kenne ich, das ist super hart. Das soll man mit dem Kleckser machen? Nö. Ich mach das mit dem Platscher, du kannst mich mal. Also ich werde es zumindest als erstes mal mit dem Platscher probieren. Ich kenne die Mission, die habe ich in der Demo gespielt. Da habe ich am meisten Versuche gebraucht. Weiß gar nicht mehr, welche Waffe ich genommen habe, aber Platscher hat ja eine gute Reichweite. Daher ist er gar nicht so verkehrt. Was ich noch Scheißdreck im Kopf habe, ist, man muss so schnell wie möglich nach oben. Ist ja auch klar, weil du von oben einfach die besten Karten hast, alles zu treffen. Und ich mache gerade nur Blödsinn. Absoluten Schwachsinn mache ich gerade. Das können wir eigentlich nicht mehr schaffen. Ja, aber wieso springt denn dieser Asi auch so kacke? Sorry, wenn ich mich dezent aufrege, aber ich weiß halt, was mich hier erwartet. 18 Sekunden noch. Für 8. Kann ich mich umbringen? Ja, komm. Ich glaube, man darf nicht in der Kurve springen, weil dann kriegt das nicht gebacken. Nochmal. Wir müssen sofort nach oben, wie gesagt. Und auf dem Weg nach oben so viel wie möglich mitnehmen. Geh hoch! Shit. Oh Mann, das war grauenvoll. Grauenvoll. Schrecklicher Beginn. Oh my goodness. Wieso kriege ich das denn jetzt überhaupt nicht gebacken? Also nicht ansatzweise. Junge, 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 Junge. Es ist ein Chaos. Ich hatte da sonst immer ein System drin, aber das ist ein Chaos. Man sieht aber, dass es gar nicht so hart ist. Weil ich meine, wir haben jetzt 18. Obwohl trotzdem viel schief gegangen ist. Mann, reiß dich zusammen. Letztes Leben. Ich habe keinen Bock auf einen Credit. Auch wenn die Mission es durchaus wert ist, dass man hier einen Credit verliert, weil sie halt schwierig ist. Aber ich habe Vorwissen, dass... Muss ich eigentlich nutzen. Ja, das schaut doch jetzt schon viel besser aus. Jetzt geht's rauf. Nochmal rauf, bitte. Haben wir unten noch was? Ja, den da. Oder die zwei. Können wir aber auch von der Mitte aus treffen. 20 Sekunden für 2, das muss machbar sein. Letzte. Wo bist du? Da bist du. Also es ist nicht einfach. Wenn ihr hier struggelt, no problem. Ich habe, glaube ich, 3 Credits gebraucht damals. So. Aber jetzt ohne. Sehr schön. Ja, bleiben wir bei der Strecke. D7, aufräumen und abräumen. Bruchkist. Also, eigentlich müsste ich mir hier ein paar Shots machen. Und für jedes
furchtbare neue Wort einmal gönnen. Erneut zerstöre alles innerhalb des Zeitlimits. Yay! Mit Sniper wieder? Nö, diesmal mit Farbpinseln. Kalligraph und Curlingbombe ist empfohlen. Na, schauen wir mal. Okay. Bin aber damit kein Spezialist. Merkt man, glaube ich. Wobei das jetzt schon ein hart dämlicher Fail war. Ne? Hatte jetzt wenig mit dem Kalligraphen zu tun, sondern eher mit Fachwissen und Intelligenz. Es scheitert hier an meinem IQ. Als ob. Da kommt aber auch links und rechts eine Kiste. In doppelter Ausführung. Das Schlimme ist aber, dass dir dieses Level das Gefühl gibt, gar nicht so schwer zu sein. An sich. Wie will man das denn innerhalb des Zeitlimits machen? Da ist ja vor allem noch eine rote Kiste, die braucht zusätzliche Hits. Wird! Wird! Wie will man das machen? Schon dumm angestellt, ja. Zeitlimit ist hart, aber extrem dumm angestellt. Nicht nur einmal. Aber sicher, wenn du so ein knappes Zeitlimit hast, dann neigst du natürlich auch dazu, mehr blöde Fehler zu machen, ist klar. Man hier ein bisschen was rausholen, indem man kriecht? So? Ist man dann schneller? Keine Ahnung, ey. Was? Ja, aber hallo! LOL, das ist nicht machbar! Zeitlimit! Ja, stirb doch! Es ist lächerlich! Es ist so lächerlich! Das Teil geht nicht kaputt! Ist es ein deutscher Panzer oder was? Das ist salty. Ich hab keine Tinte. Ich brauch nicht weitermachen.
So asozial. So unglaublich asozial. Wann soll man denn da aufladen? Man muss zwingend gegen Ende irgendwann aufladen. Muss man. Oder wollen die, dass du bei diesen ganzen Kisten auftauchst, abtauchst, auftauchst? So im Wechsel? Und dann bleibt das, Also das sehe ich jetzt aber nicht ein. Haltet die Fresse. Lore Scheiß Hilfe nicht. Das ist unfassbar. Hier muss es doch auch eine Möglichkeit geben, noch schneller da vorbeizukommen, oder? So, jetzt haben wir ziemlich viel, Ich habe nichts zum Werfen da. Also Tassen, aber die Tasse ist mir zu wertvoll, um sie zu werfen. Das würde ich mir niemals verzeihen. Aber es war schon wirklich krank, oder? Wenn ich irgendeine Möglichkeit übersehen habe, da nochmal Zeit rauszuholen, dann sagt's mir bitte. Aber das war schon echt eng. Der Schlüssel ist scheinbar wirklich da bei dieser Skaterbahn auf- und abzutauchen, damit der Tintenstand in etwa gleich bleibt. Und kurz vor Ende nochmal abzutauchen. Ja, 2 Credits haben wir da gebraucht, ne? Einer zu viel auf jeden Fall. Damn it.